Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play XCOM. Ja, Lutz und ich, wir debattieren schon hier gerade rum und unterhalten uns über kommende Projekte. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es einfach ins Forum oder halt unter das Video, wäre nicht schlecht. Wir haben schon ein paar Sachen im Auge, aber ja, jetzt ist erstmal XCOM dran, oder? Ja, beziehungsweise glaub, die Aliens, die uns da gerade annagen XCOM, wollen. Ja, mit XCOM sind wir auch noch einen kleinen Moment beschäftigt. Wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange, man weiß es nicht so genau, je nachdem, wie das jetzt alles so läuft. Ob wir das hier überleben werden, man weiß auch nicht. Nein, wir werden es überleben. Die beiden stehen ganz schön nah, die beiden Viecher. Ja, die haben aber im Prinzip haben die überhaupt keine Schnitte, weil wir hier so viel Feuerkraft haben. Kannst du echt schon wieder rauspicken, wer hier nochmal irgendwie einen Kill machen soll, um ein bisschen nach oben zu kommen. Er hier zum Beispiel, was hat er denn da? 69%, kann man erstmal ausprobieren. Ja, okay. Also das die ist haben doch vorhin schon die ganze Zeit. Ja, das ist so ein bisschen bezeichnend auch irgendwie für die Folge, ne? Beziehungsweise für diese Mission hier. Diese Mission ist ein schlechtes Omen, Lutz. Ohne also Scheiß. Kann er denn nochmal schießen? Finde ich gar kann nicht schlecht, ja. Kann er direkt nochmal. Nochmal vorbeischießen. Jawohl, sauber. Und verschossen hat er auch noch. Ja, nicht schlecht. Ja. Macht. Bring ihn um. Ja, pju. Nee. Okay, aber 6. Wieso sind der 3? 1, 2, ach, da hinten ist auch noch einer. Ja, aber ich glaube, dieser Krüsselide da, der schafft es nicht bis zu uns. Wir müssen uns erstmal der anderen entlegen. Würde ich auch sagen. Ich nehme jetzt erstmal hier meinen Snip. Und nicht das Zweier-Ding, sondern den. Hätte ich auch hier gesagt, ja. 100%. So, jetzt machen wir auch das Crit-Ding rein, genau. Weil ich will den weghaben. Ne? Das wäre echt. Und. Er stirbt nicht. Und trifft noch nicht mal kritisch. Nee. So richtig. Doppelte Portion. Oh, Gott sei Dank. Jetzt machen wir es aber wieder anders. Jetzt gucken wir mal, wer da sonst noch so schießen kann. Ja. Aber mit ein bisschen Glück kriegen wir dann alle drei weg. Ne? Er jetzt zum Beispiel, er könnte ja jetzt mal den da umbringen. Das wäre Vrampi, jo. Vrampi, 95%. Vrampi ist auch noch nicht durchbefördert. Ja, aber Vrampi wird immer zielsicherer. Ne? So wie schlecht er am Anfang war und mittlerweile. Mittlerweile trifft er wenigstens. Ja, die Werte gehen definitiv hoch. So, 75% ist auch nicht so wenig. Eine Rakete dafür verschwenden, habe ich keinen Bock drauf. Das bin ja Icke. Jawohl. Boom. Ja, auf die alte Garde ist Verlass hier. So, ja. Sauber. Und dann können wir nämlich jetzt Mr. Garotte nochmal nehmen. Und mir wieder 100% da irgendwie. Und ja. Ein das Plan, war jetzt ohne, gelingt. Das war ohne Crit eingestellt. Ohne Crit. Hat ja, trotzdem ja. Voll kritisch getroffen, nein, ist, hat den weggehauen. Ist auch so. Das Gewehr ist eigentlich stark genug, aber steht halt, es macht immer bis zu XY Schaden und dann kann das auch mal weniger sein. Ne? Manchmal ist das auch vom System so eingestellt, keine Ahnung, glaube ich zumindest. Ne? Das ist so ein, ja, wie soll ich das sagen, ein erzwungener Loose. Alle schießen vorbei, was so irgendwie 100% sicher ist. Ja, ja. Und die Dinger, die nicht so sicher sind, die klappen dann irgendwie. Wie gesagt, an diese Karte habe ich echt schlechte Erinnerungen. Damals noch. Aber das war auch eine Nummer härter, ne? Das war mit Iron Man halt. Ja, ne? Aber der Iron Man, irgendwie im Iron Man ist das schwerer. Ja, ne? Kommt mir auch so vor. So, ich höre noch mehr Chrysaliden. Das ist noch weit weg, ne? Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier eine vernünftige Basis aufgebaut kriegen. Also nein, wir sind ja noch im Startbereich mehr oder wie, das war ja vom ja, Start noch. Mal mit der Garotte hier rüberschleichen und wenn er nichts triggert, einen Scanner werfen, genau. Und irgendwo da hinten, da war ja gerade Bewegung. Ja, das ist schön. Gucken wir mal, ob wir was aufklären. Wäre ja mal ganz interessant, oder? Ja. Und? Nix. Nix. Aber wenn da einer hinläuft, sehen wir es. Irgendwas ist da auf jeden Fall vorhin passiert. Na gut, jetzt ist da auf jeden Fall nichts mehr. Wir haben auch ziemlich viel schweres Gerät dabei. Also wir können echt ordentlich austeilen. Wenn wir den Feind zu Gesicht bekommen natürlich. Ach, die kommen schon. Weil diese Panzer, wie gesagt, die können also in der Tat explodieren, wenn die so brennen, ja, wie der da hinten. So, der da. Ich weiß nicht, ob der schon hochgegangen ist. Keine Ahnung. Halten wir uns erstmal ein bisschen fern von. Und dann bauen wir hier mal, ich sag mal, erstmal so eine breit gefächerte Basis auf. Eine Verteidigung. Mal gucken, dass wir jetzt nicht alles da zum Spurt bringen, sondern auch noch ein paar in Feldposten stecken. Ja.
der jetzt im Feldposten steht oder Peng. Der muss nachladen. Der muss nachladen, ja, wollte ich gerade sagen. Gut, auf der 1 ist Reload. Das machen wir mal. So. Flusswind kannst du noch retten. Ein Flusswind, der steht jetzt erstmal ziemlich dämlich hier vorne an der Ecke, aber wie gesagt, wir brauchen Leute, die im Feldposten sind und so ein bisschen Sicherheit ausstrahlen. Ja, zumindest so tun, als ob. Ja, wie gesagt, nur so schön Ruhe bewahren, Sicherheit ausstrahlen, Hilfe kommt. So, ja, wir sind durch. Mhm. Da kommt auf jeden Fall Musik. Da guckst du ja an, was da alles kommt. Alter Schwede. Schön. Zwei Trupps mit Berserkern dabei. Und die einen sind getriggert worden. Ja. Aber Captain Flusswind feuert einen Reflexschuss. Ja, okay, und vier. Sauber. Wenigstens vier Schaden. Auf den? Irgendwie, weiß ich nicht. Die anderen fühlen sich da hinten nicht so getriggert. Nur der hier, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, lass uns den mal entsorgen, den Knaben. Schwere Waffen, haben wir vorhin davon gesprochen und geschwärmt und wir mögen die auch. Das muss man halt nur mal schauen, weil, wie gesagt, dieser Panzer kann ja tatsächlich explodieren. Luft fliegt dann. Deswegen müssen wir irgendwie uns hier hinten verbarrikadieren. Machen wir es dann am besten. Guck mal, er kann auch hier vorne so rangehen, da so. Er ist aber auch gleich verschossen. Ja, halten wir uns aber erstmal so. Und er muss dann nämlich jetzt mal weg. Ja, guck mal, das Ding hier gibt irgendwie keine Deckung, ne? Ne, nur zur Seite, ne? Weiß nicht, ob er dann da rumschießen kann. Also zumindest im nächsten Zug hat er seine schwere Waffe dann, die er einsetzen kann. So, der hier könnte jetzt einfach mal... Ja, rumschreddern. Mal checken, wie so die Schredderrakete, ob die irgendwo an den Panzern vorbeifliegen kann oder nicht. Da ja. Könnte sie vorbei. Ist natürlich jetzt nicht so dolle für den einen Berserker, da irgendwie die Rakete rauszuholzen. Ja, und die anderen, ne, stehen da hinten. Auf der anderen Seite, wo sind denn die anderen beiden? Wahrscheinlich außer Sicht, aber die werden... Die sind da, die sind irgendwo hier wahrscheinlich. Ja. Die sehen wir nur gerade. Ne, kann nicht sein, da liegt der Scanner. Da sind sie nicht. Dann würden wir sie sehen. Wenn, dann müssen sie irgendwo da hinten hingerannt sein. Also schredder die jetzt nicht das Stückchen Wand weg. Nicht, dass wir die gleich im Rücken stehen haben, ne? Also da vorne, wo die Laterne ja, jetzt ist. Ja, ich weiß, wo du meinst. Ich versuche das gerade mal so ein Stück rüber zu kriegen. Ja. Weil wenn wir den jetzt, ja, wie gesagt, wenn die jetzt da hinten stehen sollten, treffen wir sie vielleicht noch. Ich glaube es nicht, wir würden sie sehen. Ich habe keine Ahnung, wo die hingerannt sind. Schredderrakete bringt den Vorteil, wenn er getroffen ist, kriegt er auf jeden Fall mehr Schaden. Und Rüstung ist runter, ne? Genau. Deswegen, ja. Und der Panzer fliegt vielleicht in die Luft und dann ist er vielleicht kaputt. Wir probieren es einfach mal aus. Raketen haben wir genug, ne? Olli hat alleine von den Standardraketen schon zwei Stück am Start. Da ist der Panzer hoch. Hast gesehen? Ja. Ist er explodiert. Die Gefahr, da jetzt selber in die Luft zu fliegen, die haben wir schon mal abgewendet. Jetzt spurtet und der so. Er spurtet, aber nimmt einen ganz anderen Weg, als man jetzt vermutet hätte. Kommt da irgendwo hier zwischen den Panzern durch. Okay, wir können eine Feldpostenrunde einlegen. Wenn er rauskommt, kriegt er halt rein. Würde ich auch sagen. Machen wir auch. Den einen könnten wir sogar nachladen lassen. Dann ziehe ich den aber mal hier hinten in die Deckung. Da kann ich mal nachladen. Ja, dann lassen wir ihn nachladen. Die drei. Und Opportunist ist auch wieder aktiv, ist auch sehr schön. Das heißt, passiert da hinten noch irgendwas. Hör aber irgendwie nichts. Das hört sich so robotisch an da hinten irgendwie. Ah. Boah, wenn ich die ganzen daneben schon wieder sehe. Na, die Garotte ist noch dabei. Guck mal da. Ja, kritisch. Ist aber gelegt. Der ist weg. Ja. Also auf die Garotte ist echt verlassen. Da hinten also, kommt was. Sauber. Okay. Und gesehen. Da unten war auch noch was. Da unten was war da unten? Oh, es ist irgendwie was ganz Großes. Es ist was. Ne, es ist noch ein Truppmotor. Hin und her? Ich, ja. Was ist los mit euch, Jungs? Lutz, zieh nicht die ganze Karte, echt. Jetzt müssen wir in unserer Stellung bleiben. Würde ich vorschlagen, einfach so. Ich weiß aber nicht, was hier ist. Geht die ganze Zeit, kann ich nichts daran ändern. Also ich mach das nicht, ne? Ja. So, aber es ist ja gut zu wissen, da, wo sie so ungefähr stecken, ne? Oh Gott, der muss auch gleich mal nachladen. Also den da hinten, den sollten wir uns erstmal vorknüpfen. Scheiß, glaub, schießt vorbei. Er trifft ihn. Aber warum trifft er jetzt immer beim ersten Treffer so schlecht? Hm.
Haben wir doppelte Portion? Ja. Also ich meine wohl. Oder ist sie hinfällig, wenn der einen Reflexschuss macht? Das kann sein. Ja, scheint fast so. Ne? Ne, ich kann den nicht mehr auswählen. Dann haben wir nicht doppelte Portion, aber wir haben den doppelten Olli, der nochmal so eine Rakete da hoch pflanzen kann. Sieht ganz gut aus. Ah, komm schon darüber, komm schon. Ah, es ist knapp. Jetzt kommst du noch weiter raus? Ne. Irgendwie nicht. Boah, das ist echt. Das ist so knapp, ich kann nicht sehen, ob der drin ist. Das haut nicht hin. Zumindest ist seine Deckung dann weg. Den Vorteil hätten wir. Aber können wir vielleicht mit dem anderen schießen, der näher dran steht? Na, wir haben ja noch ein paar Raketen. Na, erstmal abbrechen die Nummer. Na, Raketenmännchen. Da ist ein Raketenmännchen. Ja. Der steht auch näher dran. Aber der wird hier wahrscheinlich nicht. Doch, kann er. Oh, sauber. Der kriegt sie rein. Ja, das probieren wir mal aus. Säge, schießt durch die Wand. Sauber. Lustigerweise hat er jetzt da hinten noch einen Lebenspunkt. Ne? Das ist total cool, weil jetzt wir nochmal auf den schießen müssen. Jo, aber wir können 32%, das ist räudig. 32% ist aber echt richtig räudig. Weil er da hinter dem Panzer in Deckung steht, weißt du? Jo. Ganz ehrlich, ey, ich nehme die Rakete dafür, ist mir egal. Bevor der da stehen bleibt. Man versucht den anderen trotzdem nochmal reinzukriegen, aber die Chance ist nicht da. Ich komme nur bis hier, weiter geht's nicht. Ne. Ne, wird nix. So, den okay. Werden wir schon mal los. Ne? Okay. Guck mal, Olli macht damit auch 7 Schaden, das ist echt gut. Und jetzt haben wir nämlich nur noch da hinten einen ohne Deckung stehen. Auf den wir zurzeit nicht schießen können. Ja, werden wir aber jetzt hier uns mal... Na, komm schon. Also positionieren müssen wir ihn eigentlich sehen und auch bekämpfen können. Ja. Und jetzt sind es nämlich 72%, ne? Hallo, 72%. Das war nix. Ja. Okay. Anderson kann noch. Anderson kann noch, aber kann nur bis hier laufen. Er sieht ihn auch. Er hat auf ihn aber nur 68%. Feuerfrei. Nee. Es soll nicht sein, Olli. Es soll nicht sein. Ah, ich habe hier noch einen. Da ist ja noch irgendwo ein Berserker. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Da waren ja zwei Trupps mit Berserkern. So, er hat auch nochmal 72%. Ja. Und frackt ihn weg. Ja. So, jetzt geht's da hinten irgendwie wieder ab. Und da hier scheint irgendwo in der Ecke noch mehr zu stehen, was wir jetzt gerade irgendwie nicht sehen. Okay, aber hier können wir uns jetzt erstmal wieder neu formieren. Wir müssen erstmal hier so ein bisschen nachladen. Garotte auf jeden Fall nachladen, wir haben gar keine andere Wahl. Du kannst mal sichern. Du kannst eigentlich auch sichern. Kein Problem. Nachladen. Flusswind in eine andere Deckung ziehen eventuell. Ah, hier so in die volle vielleicht an den Panzer ran. Oh nein, er sieht was. Was ist das? Zombie. Ja, na, zumindest schon mal drauf schießen, ne? Boah, Fahrkarte. Ich weiß nicht, also irgendwie das System ist gegen uns. Es möchte nicht, dass wir was treffen. Diese Karte hat ein ganz, ich sagte, ich habe uns damals hier so, wir haben hier so abgelost und danach sind wir nämlich Game Over gegangen sogar. Ja, das war echt bitter. Also das ist echt ein ganz schlechtes Omen. Oh, was kommt da noch? Oh, ich sehe nur Lebenspunkte von Gegnern, überall. Echt hart. Er trifft ihn aber, schön. Ja. Olli ist Verlass, ne? Ja, ich habe auch schon mal, weißt du noch, ich habe schon mal mächtig Raketen. Jetzt guck mal da, kriegt er erstmal der Dings eine gezogen. Kriegt er, kann er beißen? Weißt du? Nee, hat er nicht. Er bewegt sich lieber weiter. Und kriegt noch einen. Sei Egge, komm, leg ihn um, dann ist er weg. Ja, sauber. Ja, macht er auch. So, ein potenzieller Chrysalid weniger. Ich frage mich nur, warum wir da hinten so viel sehen können, dass die da irgendwie alle angezeigt werden und so. Das ist seltsam. Normalerweise dürfen wir die nicht sehen.
War unser Scanner noch aktiv? Aber man kann den nicht mehr. Spanner mal hier so um die Ecke. Ich sehe noch nicht mal was. Ah, ist schon ein bisschen strange. So, ganz ehrlich. Also wir wissen auf jeden Fall von einem Trupp, der hier vorne steht und von einem Trupp, der hier oben links irgendwo steht. Ne? Wird er uns auch angezeigt? Nee. Irgendwo da so soll er auch rumstehen. Scheint sich aber nicht zu bewegen. Also wir, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf geraden Weg Richtung Halle davor und dann. Aber ganz langsam, Lutz. Hallo. Hallo. So. Ja, wenn wir den nach da gehen lassen, dann können wir den nach da gehen lassen. Auch irgendwie so wenig Munition, sollte man vielleicht auch mal direkt Reload machen. Ja. Der steht da eigentlich ganz gut. Steht eigentlich echt gut da, das ist wahr. Könnte noch in die Mitte gehen, hinter die halbe Deckung. Also hier. Genau da. Dann wäre er etwas zentraler, aber sonst würde ich erstmal, ich würde kommen lassen. Lass ihn da stehen. Steht er erstmal ganz gut. Henderson? Ja, den könnte man auch in die Mitte ziehen. In die Mitte, genau. Du kannst auch stehen bleiben. Und die Garotte soll halt mal schön überwachen, ja, hätte ich jetzt auch so gedacht. Aber Lutz, wir sind am Ende der Folge. Oh nein, lass mich erst fertig machen. Ja, gut. Jetzt. Ja, Rampi kann da sichern. So, Opportunist aktiviert, schön. Wenn sie jetzt kommen würden, wäre sauber. Was machen die denn da? Ich glaube, die wollen uns jetzt angreifen. Ja, kriegen wir direkt sauber. Ein. Vielleicht ist er direkt weg. Da hinten kommt auch noch was angreifen. Daneben. Riggelt. Dann hier. Daneben. Oh ne, ich hab vorbeigeschossen, ich schäme mich. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich vorbeigeschossen habe. Da kommt noch einer. Daneben. Super. Oh, Nummer 3 daneben. Also. So, es hat sich gegen uns verschworen. So, der hat auch vorbeigeschossen. Du hast auch vorbeigeschossen. Das haben alle vorbeigeschossen. Oh, da hinten krabbeln Krusalinen rum. Ich habe sie klappern gehört. Ja, aber wir sind am Ende der Folge los. Flusswind Cut. Ja, es geht, es geht. War schon schlimmer. Ja, wir bedanken uns fürs Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, Let's Play XCOM. Geht auf jeden Fall extrem spannend weiter. Alles klar, bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.